Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 2. Richtig, die alte Season von vor 2 Jahren, die lebt wieder. Und ja, in der letzten Folge hatte ich euch ja so ein bisschen gezeigt, was hier so in den letzten, in den vor 2 Jahren passiert ist, in den knapp 100 Folgen, die ich hier zur Season 2 gemacht habe. Und ja, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen anfangen, alles so ein bisschen zu optimieren, weil ja in diesem Spielstand es hauptsächlich darum geht, die Karte zu bewirtschaften, so wie das Spieltransport, wie wir es eigentlich auch vorsieht. Also hier geht es wirklich noch viel um den Handel, um die Personen, über den Verkehr halt, ne? Über den Personenverkehr, über den Güterverkehr. Das hier ist als wichtig. Hier fahren keine Leerzüge durch die Gegend. Alle Züge, die hier fahren, sind in irgendeiner Art und Weise, tragen die ihren Teil bei, hier dieses ganze Chaos zu regeln. So, und wir werden uns jetzt heute mal ein wenig darum kümmern, etwas zu erneuern, weil hier Züge drauf sind, die über 200 Jahre alt sind. Ihr seht es vielleicht hier auf der Strecke. Wir haben hier am Bahnhof auf der Minden-Grethem-Strecke warten hier 400 Leute nach Richtung Detzem. Und das ist einmal der ICE 2, der hier fährt, der immer randvoll ist. Ich werde in diesem Spiel keinen Wert auf richtige Zugzusammenstellungen legen. Ob hier nun genug Wagen dran sind, ob hier zu viel dran sind oder Peng, das ist mir egal. Deswegen werde ich jetzt einmal diese Züge noch etwas vergrößern, weil ihr seht hier, an diesem Bahnhof warten 450 Leute knapp. Hier hinten warten, ja, jetzt wird gerade ein Zug beladen, aber hier sind auch noch über 300 Leute und hier hinten, es sind überall halt Leute unterwegs. Züge vom Abstand her ist alles in Ordnung, aber die Züge sind einfach zu klein. Unsere Bahnhöfe sind 320 Meter lang. Können wir gerade gucken, der Minden Hauptbahnhof hier, aber der ist auf jeden Fall locker, da kann ich auch noch längere Züge aufpacken. Genau, da werden wir jetzt mal uns drum kümmern. Da haben wir hier schon den Fahrzeugersatz, das ist schon mal ganz gut. Aber wir brauchen da noch mindestens 2 Wagen. Ja. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Das können wir dann allgemein mit allen mal machen, so ein bisschen überfliegen. Wie sonst noch irgendwelche anderen? Nee, ne? Wir bleiben schon beim ICE. Der Metronom, was könnte rein theoretisch der nehmen? 31 Leute im Doppelstock. Und der kriegt 28. Nein, ist klar. Wir hängen jetzt hier aber nochmal 2 Plätze ran. Ich weiß, die werden immer länger, aber jetzt ist das halt einfach so. Sofort ersetzen. Das sind halt nochmal 60 Leute mehr pro Zug. Und so, also knapp 60 Leute mehr pro Zug. Und das sollte dann vielleicht erstmal reichen. Klar, wenn natürlich jetzt wieder mehr Leute hier hinkommen. Und das Problem ist nicht behoben, es verlagert sich einfach nur. Die ICEs hier, die sind auch alle gut befüllt. Die machen sogar alle Plus, das ist ganz gut. Ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, einmal hier unsere Dampflok, unser Museumszug, der hier rumfährt. Da können wir irgendwann auch mal eine Runde mitfahren. So, hier kommt schon wieder der nächste ICE. Also ich habe das Gefühl, die sind mir irgendwie alle so ein bisschen dicht beieinander. Der eine fährt ja gerade weg und der nächste kommt schon wieder. Ich kann leider nicht auf Doppeltraktion gehen, weil die Bahnhöfe nicht lang genug sind. Ihr seht es hier, der Zug füllt den Bahnsteig schon gut aus. Und wie lang ist jetzt eigentlich der? Der ist 215 Meter lang. Also ist der Bahnsteig hier nur 240. Länger als 240 Meter kann ich einfach nicht. Ich kann jetzt aber nicht noch einen Zug wegnehmen, weil sonst haben wir einfach Probleme hier mit der Kapazität. Der IC Minden Habach. Das ist auch so ein toller Zug. Das ist mein Lieblingszug. Da gibt es auch einige von. Allerdings sind die auch zu klein und die sind schon ziemlich lang. Aber das Problem ist einfach an den Wagen, dass die nicht so viele Leute transportieren können. Vielleicht habe ich jetzt eine Mod, wo die noch ein bisschen mehr transportieren kann. Da müssen wir mal gucken, dass wir das ersetzen. Fahrzeuge sind hier schon einige drauf. Um genau zu sein, 8 Züge, A10 Wagen. Beziehungsweise 11 Wagen, ne? Ich glaube, der zählt dann nur noch mal als einen.
Ja. Und einer hat eine Kapazität von 262. Mal gucken. Ich möchte die halt ganz gerne immer so getauscht haben, dass das nicht alles gleich aussieht. Das ist halt sehr aufwendig, diese Züge dann zu ändern, weil ich das nicht automatisch machen kann, weil sonst sehen nachher alle Züge gleich aus. Und das möchte ich nicht. Wir haben jetzt hier ja, 10 und der Steuerwagen, also 11 Wagen. Da können wir mal gerade gucken. Ich glaube, länger kann ich die nicht machen. Die ist, glaube ich, schon am Maximum, ne? 110 Meter. Ja, länger geht nicht. Können wir trotzdem noch mal gerade gucken. Er hat jetzt 262 People an Bord. Passagiere. Was wir jetzt hier so an neuen Wagen haben. 18 Leute könnt ihr nur mitnehmen. Das ist auf jeden Fall zu wenig. 21 Leute. 19. Bei 21, wenn ich jetzt... Ich kein Steuerwagen. Oh oh. Oh oh. Oh, und das Spiel ist abgestürzt. Oder? Ah, dann kann ich den Wagen wohl nicht nehmen. Ich habe Standbild. Ja, alles klar. Spiel ist abgestürzt. Das kann natürlich jetzt noch ein paar Mal passieren, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, welche Mods ich hier nehmen kann und welche kollidieren mit den alten, die ich hier hatte. Da müssen wir mal gucken. Das kann jetzt echt noch öfter passieren. Muss ich mal gerade. Wie hießen die denn? Amts. Ach, keine Ahnung. Mist. Natürlich blöd. Muss ich mal gerade ein altes Safe Game laden. 10.38 Uhr. Ja. Gut, dann sind wir gleich wieder da. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ja, uns bleiben ja eigentlich dann nur die. Diese Wagen hier haben wir einmal die Steuerwagen und die Wagen, die wir jetzt haben. Also die benutzen wir jetzt ja im Moment auch. Wir können natürlich solche bunten Züge machen, aber das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Und die können halt maximal 17 Leute, 17 Leute, 17 Leute. Und da werde ich wahrscheinlich nach der Folge mal die Mod ein wenig ändern. Weil 17 Leute pro so einem Wagen ist halt echt schon wenig. Die müssten mindestens 10 Leute mehr transportieren. Am besten sogar noch mehr. Da haben wir halt keine Möglichkeit, uns jetzt irgendwie zu vergrößern. Und noch einen weiteren Zug auf die Linie packen, macht auch keinen Sinn. Weil uns die einfach zu dicht hintereinander fahren und das sieht dann auch nicht. Da müssen wir halt einfach dann Abstriche machen. Das ist dann halt einfach so, wie es ist. Und da muss jetzt halt einfach das Spiel damit klarkommen. Da werden wir nichts dran ändern. Ihr seht es ja, wenn wir jetzt hier mal rüber gucken, hier haben wir wirklich viel Stein, was eigentlich gar nicht mitgenommen werden kann. 208 Einheiten und hier lagern in beide Richtungen, obwohl die, der in diese Richtung fährt, fährt hier wieder zurück. Also es macht keinen Sinn. Wir haben hier also über 1200 Einheiten Stein stehen, die hier einfach nicht wegkommen. Ich aber auch nicht einen weiteren Zug hier noch mit reinsetzen kann, weil sonst die kurze Strecke auch wieder überlastet ist. Ja, das ist alles noch ein bisschen tricky. Da müssen wir vielleicht in Zukunft mal gucken, dass wir hier was komplett umbauen. Wir haben jetzt hier noch unsere unsere Dieselzüge. Die sind noch gar nicht so alt. Hier haben wir den Erzzug. Der ist auch noch nicht so alt. Hier kommt der andere Erzzug gerade. Der ist auch noch nicht so alt. Das geht alles noch. Da würde ich sagen, tauschen wir mal gerade die ICEs. Hier werden die gleichen wieder hingestellt. Nur halt, dass wir die Wartungskosten reduzieren, ne? Weil der ist jetzt 100 Jahre alt, 18,8 Millionen. Ist halt doch einfach schon ein bisschen viel. So, schicken wir den wieder weg. Und den hier schicken wir auch weg, verkaufen. Und dann stellen wir hier aber auch wieder zwei neue hin. Das hier oben mit den Blinken, das werde ich auch noch ausstellen. Dann mache ich mal im Oskin. Das sind die ganzen Fake-Linien. Ich weiß nicht, ob ich dann alles nochmal wieder neu machen muss. Den ICE-1, der fehlt mir hier auch noch. Den werde ich natürlich auch noch wieder dazu holen. Oh, wir haben natürlich das Asset vom ICE-4. Das kostet mich nämlich nichts. Dann werden wir natürlich hier mal den ICE-4 hinstellen. Die Fake 1. Hier hinten. Dann werden wir den normalen ICE hin.
Der kostet mich halt so jetzt auch schon 8 Millionen. Das ist halt doch schon echt eine Menge Geld. Aber, so konnte ich schon mal wieder 10 Millionen pro, also für diesen einen Zug komplett sparen. Plus die 8 Millionen, die ich jetzt hier für den ICE 4 spare. Fährt er jetzt los hier? Habe ich den jetzt verkauft? Wo habe ich den denn jetzt gekauft, den Zug? Oder habe ich den wieder verkauft gerade? Habe ich ihn verklickt? Wer weiß das schon? Also hier holen wir jetzt erstmal gerade den ICE 4 aus der Halle. Genau, der macht halt auch nichts, der steht einfach nur rum. Sieht einfach gut aus und steht rum und spart Geld. Den gibt es ja leider so noch nicht als Mod, beziehungsweise gefällt er mir so als Mod nicht. Halten wir den mal an. Hier so stehen. Das sieht ganz gut aus. Das spart richtig, richtig Geld. Im Prinzip können wir das eigentlich auch mit dem... Das fällt ja kaum auf, ob es nur der 3er oder der 4er ist. Aber ich spare halt einfach das Geld. Und das sind einfach jetzt mal, wenn sie neu sind, 16 Millionen, die ich hier sparen kann. Nur damit der Zug hier rumsteht. Der Zug altert allerdings. Den muss ich von Zeit zu Zeit dann mal... erneuern, der wird halt immer grauer. Wir gucken, ob das hier auch hinpasst. Ist das Signal? Ja, kein Signal. Okay. Dann können wir ihn einfach hier ganz hinstellen. Muss jetzt halt nur schön hier hinten rauskommen. Jetzt müsste eigentlich doch schon der Steuerwagen kommen, ne? Ne, kommt noch einer. Jetzt müsste der Steuerwagen. Bitte kommt der Steuerwagen. Oh ja, gut. Und stopp. Sehr schön. Haben wir hier nochmal den ICE. Ist das überhaupt ein ICE 4? Nein, das ist sogar kein ICE 4, oder? Ja, da kenne ich mich jetzt einfach nicht genug mit aus. Ich würde fast sagen, das ist ein ICE 3. Der ICE 4 ist doch so ein bisschen eckiger vorne, ne? Ja, ihr werdet es wissen und ihr werdet es mir sicherlich in die Kommentare schreiben, dass nun jetzt ein ICE 4 ist oder ein ICE 3. Ist ja eigentlich auch wurscht, es spart auf jeden Fall Geld. Warum ist die Musik aus? So, dann haben wir das auch gemacht. Wir können mal noch rüberfliegen. Eigentlich ist die Folge auch schon zu Ende. Nochmal kurz gucken, was wir hier noch so haben an teuren Zügen. Hier steht noch was. 2 Millionen, okay. 3,7 Millionen hier, die beiden Nordwestbahnen, die hier stehen. Okay, das geht noch. Das geht noch. Hier, die ganzen Züge habe ich alle schon getauscht. Hier stehen noch zwei Loks. Die schon getauscht. Nein, die noch nicht getauscht, aber das sind eh Fake-Züge. Das ist also gut. Wie fährt der Zug? Ne, der fährt nicht. Hier sind noch ein paar Gleise. Die hatte ich schon getauscht. Man sieht es ja, die sind noch ganz neu. Hier wollte ich gerne nochmal irgendwie einen Fake-Zug hinstellen. Die Fake-Züge, die hier stehen, die kosten mich, glaube ich, nichts. Ne, die sind alle umsonst. Und vielleicht hier so ein... Der Zug kostet vielleicht was. Ne, ist auch umsonst. Sehr schön. Was ist mit dem Zug hier? Der kostet mich 2 Millionen. Das sind noch Kosten, die gehen. Da habe ich kein Problem mit. Aber der hier wird bestimmt gut was kosten. 8,9 Millionen. Den Zug an sich behalten wir... Nur werde ich hier Fake-Loks vorsetzen. Leider werden die Züge natürlich dann immer wieder ein bisschen moderner. So alte Loks habe ich dann hier leider nicht mehr stehen. Ich verliere aber echt noch zu viel Geld. Ich muss da noch was ändern. Der kostet bestimmt auch noch richtig gut Geld hier. 2 Millionen. Das sind halt einfach 8 Millionen oder 9 Millionen sogar, die ich halt einfach sparen kann. Und die 9 Millionen, die muss ich sparen. Auch wenn es schade ist. Wenn ich ganz gerne ihn... Wieso ist er jetzt... Ich habe den nicht verkauft. Wieso ist der Zug jetzt weg? Habe ich ihn noch verkaufen geklickt? Nee, ich habe den doch einfach nur ins Depot geschickt, oder? Hm. Gut, nehmen wir jetzt mal einen Hector Rail. Einen aber nur. Gut, die Güterwagen, die kosten natürlich. Das ist klar, da... da kann ich jetzt nicht viel dran machen. Weiß ich allerdings nicht, wie viel
Wagen eben der Zug hatte. Wisst ihr das vielleicht noch? Aber helfen könnt ihr mir da jetzt auch nicht. Machen wir 163 Meter. Weiß ich auch nicht mehr, auf welcher Linie der stand. Take 1 kommt da nicht hin. Take 2 kommt da auch nicht hin. Was für eine Linie stand der jetzt? Habe ich nicht aufgepasst. Mist, 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 Mist. Industriegüter schafft er auch nicht. Linie 3 schafft er auch nicht. Meine, wir müssen doch hier Minden Industrie hier. Der müsste gehen. Oh, ich dachte, das Spiel hängt sich schon wieder auf, aber ist nur ein Autosave. Haben wir nochmal Glück. So. Fährt er denn dann auch? Ach. Ah, der steht hier drin, der Zug. Habe ich den hier hinten nochmal hingepackt. Na gut, wenn der hier trotzdem hinpasst, dann kann er da gerne stehen bleiben. Weil hier fährt ja sonst eh nichts, ne? Ist nur... Ja, genau. Also wenn ich ihn jetzt hier noch geparkt kriege, dann bleibt er hier. Ich jetzt zwar eine Dieseltankstelle habe. Hält da jetzt schon an. Ist der schon ganz draußen? Der ist schon ganz draußen. Ja, geil. Stopp. Bleibst du da stehen? Ah. Hier ist der andere Zug, meine Freunde. Dann machen wir das nämlich so. Der kostet mich natürlich jetzt immer noch Geld. So, weil jetzt ist, kostet er mich... Oh, Alter. 2 Millionen nur für die Wagen? Oh. Boah, das ist aber schon echt eine Menge Geld. 2 Millionen nur für die Wagen? Aber dafür sehen sie natürlich nicht schlecht aus, ne? Ich werde jetzt hier aber einfach nur eine Fake-Lokomotive vorsetzen. Keine. Ich gehe das einfach hier auch mal ein paar Wagen rumstehen. Dampf. Die Fake-Lokomotive. Zack. Und dann gehst du auch auf die Linie. So. Das ist unsere letzte Amtshandlung. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, meine Freunde. Haut rein. Tschüdelü.